Ja, wir sind schon mittendrin in der Diskussion. Michael Nast ist bei uns zu Gast, Bestseller-Autor. Generation beziehungsunfähig hast du geschrieben und uns alle damit sehr beeindruckt. Und seitdem und versteckt auch, ja. Seitdem bist du quasi unser Experte für Beziehungen. Glaubst du, also nach dem, was du alles recherchiert hast oder ganz vielen und Psychologen gesprochen, eigene Erfahrung, natürlich alles ausprobiert, glaubst du dran? Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ich glaube, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau was sehr Wertvolles sein kann und auch gut funktionieren kann, unter Vorbehalt natürlich. Die wären? Man muss sich angucken, wie eine Freundschaft funktioniert. Mhm. Was ist eigentlich eine Freundschaft? Eine Freundschaft wird immer auf Augenhöhe geführt. Und ab dem Moment, ab dem diese Augenhöhe sich verschiebt, also vielleicht indem jemand, eine Person dann Gefühle für den anderen entwickelt, dann ändert sich natürlich auch diese Beziehung auch. Ja. Und dann muss man halt gucken, also wenn dann jemand anfängt zu leiden und der andere kriegt es gar nicht mit, sowas hast du ja auch schon erlebt, dann muss man dann überlegen, wie man dann agiert, wie man damit umgeht. Und wie macht man das? Ist das, zu was rätst du? Gäbe es die Variante, ich sage einfach gar nichts, weil ich diese Freundschaft nicht gefährden will und halte durch? Es ist ja keine Freundschaft. Ah, okay. Es ist in dem Moment ja keine Freundschaft mehr. Okay. Und da man muss ist man, ja nicht ehrlich miteinander. Ne? Man ja. ist nicht ehrlich. Mhm. Und wenn man leidet, sollte man... Also es ist, in der, wer gerade in der Situation ist, es ist sicherlich ganz schwer, diesen Schritt zu machen. Aber man sollte nicht dann irgendwie anfangen mit irgendwelchen Strategien und mal gucken. Und man kann das ja alles bei YouTube dann sehen. Da gibt es ja die für teures Geld diese ganzen Programme, wie man in sich verliebt macht und so weiter. Mhm. Aber das hat ja mit diesem Menschen dann gar nichts mehr zu tun. Da geht es eigentlich nur ums Ego. Es ist eine reine Ego-Entscheidung. Ich will diese Person besitzen. Aber es geht, in einer Freundschaft geht es darum, die Person zu schätzen und zu sehen. Und das ist alles Manipulation irgendwie und man verbiegt sich da und das ist alles auch nicht mehr echt. Ich also würde sagen, okay, sag. Nach dieser Ouvertüre hier, es ist hart, weil es ein Nein geben kann, aber Klarheit ist ganz wichtig, denn danach sieht man auch, was man eigentlich von den Menschen wirklich möchte. Und wenn das Ego dann wieder die Entscheidung trifft und man sagt, ich fühle mich so abgelehnt oder das ist alles so schlimm, dann weiß man, es ging nie um den Menschen. Es ging nur um sich. Spannend, genau. Was hältst du von Freundschaft plus? Also es ist, man ist befreundet und ab und an sieht man sich und hat eine gute Zeit zusammen. Funktioniert, sexuell. Wenn man, ich glaube, es funktioniert. Das funktioniert. Das ist Mathematik. Ich glaube, das funktioniert, wenn man sich vielleicht alle 3 Wochen nur sieht, damit sich halt keine Vertrautheit aufbaut. Denn wenn man Sex hat und dann auch nicht noch sich so gut versteht, also das sind ja auch keine Freundschaften. Wollte das ich ist auch sagen. Völlig, okay. völlig falsch also, bezeichnet. Ja. Wenn eine Vertrautheit entsteht dann, und Sex dazu kommt, dann entstehen bei einem oder einer Gefühle. Das ist einfach so. Ja. Das bezieht sich übrigens alles, diese Prinzipien, nicht nur auf eine Hetero-Beziehung. Ja. Also das ist glaube ich, universell anwendbar. Genau, und darum, oder man sieht sich halt nur 3-mal bei der Freundschaft plus. Jetzt und hatte, dann war's das. Ja, Lukas, auch aus eigenem der Experte. Ja. Erleben, nicht erleben, aber Beobachtungen, sage ich mal, erzählt, dass wenn man einmal diese Spannung rausgenommen hat, also einmal Sex miteinander hatte, kann sich daraus eine Freundschaft dann entwickeln, wenn man einmal geklärt hat, da funktioniert das nicht, aber vielleicht auf einer doch eher geistigen Ebene. Naja, also das kann funktionieren, wenn, also ich würde meiner These nach, wenn der Sex halt schlecht ist. Und wenn man dann sieht, okay irgendwie, aber lass uns mal lieber befreundet sein. Aber eigentlich in den meisten Fällen ist es so, dass man dann noch tiefere Gefühle entwickelt, wenn schon welche da sind und der zumindest Sex dazu kommt. Einer, ne? Oder einer, genau. Oder eine. Und genau, also das ist eigentlich, geht es dann in die Abwärtsspirale. Was ist mit Freundschaften nach Beziehungen? Wie, da lächelst du schon wieder so. Ja, da habe ich auch meine Erfahrungswerte. Ja? Okay. Nee, es ist halt so, genau, also man muss sehen, wie man, also es dürfen keine Gefühle, also es darf dieses Ungleichgewicht nicht sein. Ich glaube, es muss ein Abstand sein. Hm. Ja? Man hat mal miteinander geschlafen. Hm. Man hatte mal ohne Beziehung. Ich glaube, wir nennen das dann nur Freundschaft mit der Ex, weil es kein anderes Wort dafür gibt. Ah, okay. Ja, aber es ist ja schon mehr gewesen. Aber ich glaube, interessant ist halt, wenn man sagt, okay, wir wollen eine Freundschaft und zwar nicht als Floskel, das ist ja oft auch eine Floskel, dann kann man wieder sehen,
den Menschen sehen. Hm. Was ist mir der Mensch wert? Und wenn ich sage, nein, und ich will sie nie wiedersehen oder ihn nie wiedersehen, dann ist es wieder eine Ego-Entscheidung. Aber spannend, dass man wirklich sagt, man nimmt sich selbst zurück und guckt nur auf den Menschen. Ne? Und absolute Weiterentwicklung, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und ne? Also, aus Freundschaften, das hatten wir vorhin schon, das ist so ein bisschen die ideale Beziehung, sagst du, wenn sich die aus einer Freundschaft entwickelt. Ne? Also das, genau. Also Dating ist ja eigentlich was Unnatürliches in der heutigen, also weil du sehr verdichtes eigentlich einen Prozess machst, der eigentlich viel länger dauert. Ja? Also man lernt sich im Beruf oder im Studium oder so kennen als Bekannte ja, und Freunde irgendwie und dann verliebt man sich, weil man, aber da ist halt kein Druck da. Und bei Dating hast du halt diesen Druck. Da kennt man den Menschen halt. Ne? Und es gibt, das habe ich jetzt aus einigen Quellen, also Freundinnen gehört, die sagen, also diese ganzen Dating-App-Nummern, da lief es ja auch viel über Sex. Ja, also egal, was man sich da eingeredet hat. Es war so ein Overkill. Also Konsumenten ja lieber jetzt letztendlich. Und jetzt wird das irgendwie rausgenommen, weil die Leute sehen, oh Moment mal, es ist so eine Unverbindlichkeit jetzt entstanden dadurch. Also man traut sich ja keiner mehr, sich auch mal auf, weil man geht irgendwie davon aus, man wird sowieso verletzt. Und darum entsteht Unverbindlichkeit. Und jetzt beginnt es gibt so eine Phase des Slow-Datings. Also Leute, die ganz langsam kennenlernen. Sex sollte man doch mal schnell haben, wenn es nicht funktioniert. dann lohnt sich das ja auch nicht. Dann sparst du Zeit, weißt du. Weiß, ob es sich lohnt. Okay. Genau, aber dann aber doch langsam. Es geht doch darum, Menschen kennenzulernen. Absolut. Ja, und nicht total. Irgendwie. Ja, genau. Denn das hatten wir vorhin auch schon. Verliebtheit ist ein extrem unempathischer Zustand. Mhm. Also, wenn ich verliebt bin, geht es nur um mich. Ja. Da geht es nur um mich, um meine Gefühle, um meine Befindlichkeiten. Ja. Die andere Person entsteht doch erst. Achso, wir müssen Schluss machen gleich. Ja, wir müssen Schluss. Aber ich weiß, wir können noch stundenlang. Nee, aber es ist total spannend und immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Okay. So. Und wir haben viel gelernt übrigens.